Heute erkunden wir das Einkaufszentrum von Prismania City. Auf jeden Fall erstmal direkt am Anfang von diesem Part. Herzlich willkommen im Einkaufscenter von Prismania City. Auf dem Schild hinten an der Wand findest du eine Übersicht zu den einzelnen Stockwerken. Okay, die brauchen wir uns aber nicht anschauen, weil wir uns eh jedes Stockwerk angucken werden. Okay, kann man nichts mehr lesen. Ich habe eigentlich keine Einkäufe zu erledigen, aber ich treffe hier immer meine Freunde. Ja. Das ist doch schön. In einem Einkaufscenter eine Sitzgelegenheit zu finden, ist manchmal das Beste auf der Welt. Wenn du in mein Alter kommst, wirst du verstehen, was ich meine. Und so alt bist du doch noch gar nicht, oder? Siehst auf jeden Fall nicht so aus. Du, kaufst mir ein paar Accessoires für einen Pokémon, bitte. Aber das vierte Obergeschoss ist so weit oben. Wollen wir nicht einfach wieder gehen? Das kenne ich aus eigener Erfahrung in Einkaufszentren. Kundeninformation. Erstes OG, Trainerabteilung. Zweites OG, Videospiele. Drittes OG, Geschenkartikel. Viertes OG, Accessoires. Dachterrasse, Getränkeautomaten. Warum kann man sich diese Poster denn hier nicht angucken? Ah, das geht. Exklusives Interview mit der Arenaleiterin von Prismania City. Herausforderer bezwinge ich auch im Schlaf. Okay. Gehen wir mal ins erste Obergeschoss und gucken uns hier mal um. Kann man die hier auch anklicken? Nee, die kann man nicht anklicken. Okay. Okay, das geht wohl nicht. Mit etwas Glück verpasst die Attacke Triplet dem Ziel ein Statusproblem. Das Gefühl, wenn es klappt, ist einfach unbeschreiblich. Hast du schon mal die Stahlattacke Eisenschweif eingesetzt? Bei Pokémon von Typ Fee, Gestein oder Eis soll sie ganz besonders einschlagen. Okay. Hier unten stand noch jemand, genau. Wow, hier gibt es jede Menge starke und nützliche TMs. Ich will nie wieder weg. Okay, wenn es hier viele nützliche TMs gibt, dann gucken wir uns doch hier mal um, ja? Herzlich willkommen. Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Erstmal verkaufen wir was. Und zwar Sternstopp. Zweimal. So. Die Perlen verkaufen wir. Das. Den Riesenpilz verkaufen wir. 2005. Ein großer Liebhaber des Pilz freuen sich ja noch in Bock, wenn sie einen finden. Okay. Und das Nugget verkaufen wir noch. Jetzt haben wir mal ein bisschen Cash, können wir mal ein bisschen was ausgeben, ne? Nein. So, ich will etwas kaufen, ja. Pokéball, Superball, da haben wir erstmal genug von. Ein Supertrank, davon sollten wir uns nochmal so 10 Stück holen. Oh, jetzt haben wir uns nur 9 gekauft, egal. Lassen wir's dabei. So, ja, ich schaue einmal kurz in meinem Beutel nach. Was wir denn alles so schon haben, was wir denn brauchen, was wir nicht brauchen. Medizintasche. Also gegen Gift 8 Paraheiler, 4 Beleber, Feuerheiler, Aufwecker, Hyperheiler, Eisheiler. Eisheiler, super, Trank mal 10 mal Ether, Beleber. Okay, eigentlich haben wir genug, ne? Und vielleicht sollten wir noch. Ne, Hyperheiler auch 6. Okay. Sprechen wir nochmal mit dir. Was hast du noch alles im Angebot? Eigentlich haben wir genug, so wie ich das gesehen habe, ne? Komm, holen wir uns hiervon nochmal 5. Nur um sicher zu gehen, wir haben ja im Moment genug Geld. Achso, mehr wollte ich eigentlich nicht, ne? Okay. So, was hast du hier anzubieten? Hier kannst du TA, hier kann man die TMs kaufen. Sehr schön, okay. Sind aber teuer, ne? Wir nehmen aber auf jeden Fall 100.000. Wir nehmen einmal Spukball mit. Oder findet man die TMs vielleicht auch nochmal irgendwo? Dann braucht man die eigentlich nicht kaufen, ne? Das weiß ich jetzt nicht, welche TMs man noch findet und welche man kaufen muss. Käfer, Drachenrute. Pascale, Triplette. Ich glaube, Triplette können wir uns mal kaufen. Freistallen, Abversuch, eventuell Paralyse, Verbrennung oder Einfrieren. Ja komm, das kaufen wir uns einmal. Jawohl.
Ja, den Rest warte ich erstmal ab. Ich weiß nämlich nicht, welche TMs man noch alles so findet oder nicht. Und dann nicht, dass wir hier Geld ausgeben für eine TM, die wir eigentlich finden können. Oder geht es überhaupt? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, welche TMs man noch alle finden kann und welche ich mir hier holen sollte, damit ich nicht umsonst Geld ausgegeben habe. Ja, guck mal, die beiden haben hier eine Switch in der Hand und zocken. Kannst kaum erwarten, komm zu mir, mein kleines Alpollo. Ich bin ein Alpollo-Sammler, weißt du, deshalb will ich unbedingt... Huch, das Alpollo hat sich beim Tausch zu einem anderen Pokémon entwickelt. Ja, Alpollo entwickelt sich beim Tausch zu Gengar, ne? Cool, mein Kumpel tauscht ein Kangama gegen mein Alpollo. Oh, hier liegen schon wieder so viele Switches rum, ne? Richtig krass. Und die Dockingstation, Alter, ey. Alle Pokémon, die du dir selber gefangen hast, haben ein und dieselbe ID-Nummer. Pokémon mit einer anderen ID-Nummer hast du also ziemlich sicher per Tausch bekommen. Okay. Ich muss ganz dringend auf die Toilette, doch hier kommt schon wieder ein Kunde. Und der neue Kollege, der mich ablösen sollte, kommt auch noch zu spät. Also hilft mal doch jemand, reicht mir denn niemand die Hand? Und in diesem Sinne... Rechte Hand erhalten, TM03, okay. So, erhöht die Stärke der Attacke eines Mitstreiters. Ja, in Doppelkämpfen ist das sehr sinnvoll, aber wir kennen das ja, hatten noch nicht so viele Doppelkämpfe hier, leider, obwohl sie ja möglich gewesen wären, ne? Game Freak. Naja. Es gibt Pokémon, die sich entwickeln, wenn du einen Entwicklungsschein auf sie anwendest. Sieht so aus, als würde dein Pikachu lieber so bleiben, wie es ist. Anspielung darauf, dass sich Pikachu mit dem Donnerstein zu Raichu weiterentwickeln kann. Da müssen wir mal abwarten, ob wir das machen oder nicht. Ich suche ein Geschenk für meine Freundin. Wenn ich ihr einen Wasserstein gebe, entwickelt sie sich vielleicht. Oh, deine Freundin ist ein Evoli oder was? Oder halt irgendein Wasser-Pokémon? Angeblich existieren irgendwo auf der Welt sogenannte Megasteine, die es ziemlich in sich haben. Aber hier gibt es leider keine zu kaufen. Ja, mit den Mega-Entwicklungen kenne ich mich auch noch überhaupt gar nicht aus. Wie gesagt, die Generation kenne ich nicht. Bin ich mal gespannt, wie sie das hier interpretiert haben. Herzlich willkommen. Womit kann ich behilflich sein? Ich will etwas kaufen. Oh, ein Feuerstein, Donnerstein, Wasserstein, Blattstein, Eisstein. Wir hatten schon gefunden einen Blattstein. Okay, da muss ich mal kurz gucken, ne? Ich will von jedem Stein einmal ein Exemplar haben. Ist das die Stärkungstasche? Ja. Blattstein und Feuerstein, okay. Blattstein und Feuerstein. Dann holen wir uns einen Donnerstein. Ja. Ein Donnerstein, ein Wasserstein. Und ein Eisstein. Mal ein bisschen Geld hier ausgeben, ne? Shoppen macht Spaß. Warum nicht? Und gehen dann in die nächste Etage. Ah, die Accessoires für Pokémon sind einfach alle so unglaublich reizend. Am liebsten würde ich sie ja selber tragen. Okay. Na, ich glaube, ich werde hier auf jeden Fall nicht zuschlagen. Diese Dicta-Hüte sind schon ziemlich eigentümliche Accessoires. Aber wenn die wer tragen kann, dann ich, du wirst schon sehen. Modemagazin, ich komme! Okay. Herzlich willkommen, womit kann ich helfen? Oh ne, hier gibt es echt nur Hüte und so einen Schwachsinn gucke ich mir gar nicht an. Dafür gebe ich kein Geld aus, ganz ehrlich. Wer als Gentleman etwas auf sich hält, achtet darauf, dass seine Pokémon anständig aussehen. Ach, so ein Quatsch. Das verlangt schon die Etikette. Ach, sehe ich ein bisschen anders. Okay, gehen wir weiter hoch. Ah, hier sind wir Dachgeschoss. Oh. Oh, Pikachu, was ist los? Pikachu schaut neugierig den Getränkeautomaten an. Willst du ihm ein Getränk kaufen? Ja, Sprudel würde ich ihm gerne kaufen. Du gibst Pikachu eine Flasche Sprudel. Pikachu scheint davon überrascht zu sein, wie sehr der Sprudel zischt. Ja, wir kaufen uns mal ein paar Sprudel. Und zwar so 10 Stück. Oh, lei, müssen. Okay. Dann 2. 3. Oh, dass man hier echt nicht die Anzahl angeben kann, wie viele man haben möchte, ne? 4. Das ist schlecht, ey. 5. 6. 7. 8.
9. Und 10, endlich. So. Nein, das war's. Ja. Ich hab Durst. Ich will jetzt sofort was aus dem Getränkautomat haben. Möchtest du dem Mädchen ein Getränk abgeben? Okay. Ja, wir haben ja nur Sprudel, oder? Cool, das war lecker. Dankeschön. Dafür schenke ich dir auch etwas ganz Tolles. TM09 Reflektor. Okay. Kannst du einem Pokémon die Attacke Reflektor beibringen? Wenn es sie einsetzt, erleidet es weniger Schaden durch physische Attacken. Ah, okay. Dann holen wir uns jetzt mal schnell noch einen Sprudel. Ich möchte 10 Sprudel haben. Deine Göre, du. So. Meine Schwester ist ein Pokémon-Trainer. Trotzdem kann sie eine unglaubliche Quälgeist sein. Das macht mich manchmal ganz verrückt. Einem Wanderer wie mir liegt es einfach im Blut, hohe Orte zu erklimmen, selbst wenn es sich dabei um ein Einkaufscenter handelt. Okay, gab es hier noch irgendwas Verstecktes? Nee, ne? Nö, ich glaube nicht. Jo, das wäre dann das Einkaufscenter gewesen. Dann gehen wir jetzt mal wieder hier raus. Und gehen ab in das Gamer-Paradies. Das steht als nächstes an. So, wären wir ganz unten angekommen und dann laufen wir mal eben ganz schnell zum Gamer-Paradies. Damit wir hier auch mal ein bisschen vorankommen, ne? Erstmal kommt man hier auch rein. Ach, ist das das gleiche oder was? Gibt es ja nur 2 Eingänge jetzt hierfür. Gucke nochmal ganz kurz links, weil sah mir nach dem gleichen Raum irgendwie aus. Ja, das ist das gleiche. Okay, und wir sind... Lol. Komm schon, lass nur noch ein bisschen. Ich fast hätte ich es geschafft. Sag mal, Jesse, sollten wir nicht langsam ins Versteck zurückkehren? Was denn? Wir werden doch wohl unsere wohlverdiente Freizeit genießen können. Immerhin haben wir dem Boss vorhin ein astreines Tragosso mitgebracht. Außerdem habe ich schon wieder vergessen, wie die Geheimtür zum Versteck aufgeht. Du musst das Poster untersuchen. Du weißt schon, das Poster mit dem Flugkörper, der so gut zu unserem Namen passt. Ja, erklärt es doch noch ein bisschen mehr, damit jeder Volltrottel weiß, was zu tun ist. Aber gut, ist vielleicht nicht so schlimm für die Neulinge halt, ne? Hä, ein Flugkörper, der zu unserem Namen passt? Ich verstehe nur Bahnhof. Mann, du hast echt eine lange Leitung. Also gut, ich gebe dir noch einen Tipp. Der Name des Flugkörpers reimt sich auf Pakete. Oh Mann, ey. Können wir eigentlich hier selbst auch spielen? Ne, das geht nicht, ne? Da läuft ein Spiel, bei dem man eine Insel mit würfelförmigen Pokémon erkunden kann. Na, in den ersten 3 Generationen von Pokémon, also in ja, Rot, Blau, Gelb und in... Gold, Silber und Rubin und Saphir gab es immer noch diese Spielhallen hier und man konnte sich auch wirklich an die Konsolen hier setzen und ein bisschen zocken. Das haben die dann ab der 4. Gen aber rausgenommen. Ich schätze mal wegen dem Glücksspielaspekt halt. Hast du nichts Besseres zu tun, als hier deine Zeit zu verplempern? Bevor du hier nur rumstehst, solltest du lieber die Arena von Prismania City besuchen. Die Arenaleiterin Erika mag zwar auf den ersten Blick zurückhaltend erscheinen, in Wahrheit hat sie es aber ganz schön in sich. Die pflegt eine besondere Verbindung zu ihren Pflanzen-Pokémon, was sie zu einer sehr gefährlichen Gegnerin macht. Hier im Gamer-Paradies sieht man ab und zu etwas zwielichtige Gesellen. Ich frage mich, wer die sind und was sie wollen. Mein süßes kleines Stern, du schaut Leuten gerne beim Spielen zu. Ich liebe dieses Spiel, bei dem man mit einem Pokémon durch die Luft fliegt. Aber im echten Leben einfach abnehmen zu können, wäre doch viel cooler. Ja, brauchst mir nicht durch dein Megafon anschreien, Alter, ey. Videospiele sind das perfekte Training für die Reflexe. Ja, sehe ich genauso. Puh, ich mache eine kurze Pause. Bei Videospielen sollte man grundsätzlich öfter mal ein Päuschen einlegen. Hoho, ich habe meinen eigenen Highscore geknackt. So kann das gern jeden Tag laufen. Ja, dann GZ. Sind wir Getränkeautomaten? Naja, wir haben jetzt aber genug gekauft. Die kann man sich nicht anschauen. Kann man den Müll sich anschauen? Nein. Und da steht doch ein Team Rocket Rüpel.
Mein Job ist es, dieses Poster zu bewachen. Wer sich mit mir anlegen will, der wird's bereuen. Oh, okay. Dann zeig mir mal, was du denn so drauf hast. Ein Radikal, okay. Bin ich mal auf die Level gespannt. Level 29, okay. Geht noch so weiter mit dem Level, das ist schön. Gehen wir auf Ziehstrahl. Okay. Oh, Hyperzahn ist übel. Boah, da taut unser Kadabra echt wieder direkt weg. Eieiei, ey. Okay, wir müssen irgendwie mal gucken, dass unser Kadabra vielleicht doch ein bisschen mehr KP dazu bekommt, ey. Das ist ja schon nicht mehr feierlich, was hier abgeht. So, Glutexo, du bist an der Reihe. Aber Hyperzahn ist auch eine krasse Attacke, muss man dazu sagen. Komm, Glutexo, setz mal einen Drachenwut ein. Oh, Knirscher. Verteidigung sinkt, okay. Drachenwut zieht. Ja, hat es geschafft, jawohl. Hatte noch weniger als 40 KP, sehr schön. Damit haben wir Team Rocket Rüppel besiegt und das ist, gibt's doch nicht, dass unser Kadabra das schon wieder nicht überlebt hat. Ey, alter Vater, Mann. Wenn das so weitergeht, flieg doch noch auf, wo wir von Team Rocket unser Versteck haben. Ich muss dringend mit dem Boss reden. Okay, dann gehen wir, bevor wir jetzt da runtergehen und gehen wir uns nochmal heilen. Und sehen uns dann gleich vom Poster wieder, das schneide ich euch raus. Oh, hier hat Pikachu anscheinend was gefunden. Wo denn? Ah, hier. Eine Nanana-Beere. Schön. Und mir ist jetzt aber nochmal eingefallen, wir hatten ja noch gar nicht mit ihm hier gesprochen, ne? Und sind die Spielmünzen ausgegangen. Übrigens, könntest du es bitte unterlassen, die Wände zu untersuchen? Das gehört sich einfach nicht. Okay. Ah, guck mal, jetzt habe ich gerade gesehen, wackelt er jetzt hier auch mit dem Schwanz. Ja, hier wackelt Pikachu auch mit dem Schwanz. Müsste hier auch irgendwas liegen, ne? Irgendwo. Na, wo ist es denn? Ah, hier. Noch eine Nanana-Beere. Okay, jetzt laufe ich nochmal ganz kurz hier durch. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Ah ja, hier gibt es noch was. Habe ich gerade gar nicht drauf geachtet, als wir hier lang gelaufen sind. Hier liegt was. Eine Himbeere. Schön. Jetzt untersuche ich nochmal die Ecke hier. Ja, hier liegt auch irgendwas, ne? Aber wo? Wo genau? Wo denn? Hier, okay. Ein Mentalbonbon plus, okay. Schön. Gab es hier noch was irgendwo? Nein. Hier auch nicht mehr. Ne, sieht nicht so aus. Okay, dann sprecht mir mal dieses Poster hier an, was sich auf Pakete reimt. Diese Rakete? Oh, was? Oh nein, was? Krass, wir haben dahinter einen Schalter gefunden. Wer hätte das gedacht? Wir betätigen ihn mal. Du hörst von irgendwo in der Nähe ein lautes Geräusch. Von wo kam das denn jetzt? Hier hat sich jetzt auf einmal dieser Geheimgang hier geöffnet. Okay, dann gehen wir doch mal runter und schauen uns mal an, was es hier alles gibt. Ja, viele, viele Kämpfe, ne? Genau. Ja, fangen wir einfach mal an. Du hast Mumm, dich einfach so bei Team Rocket einzuschleichen. Setzt ein Golbat ein. Komm schon, Kadabra. Bitte überlebe diesen Kampf mal. Das wirst du doch wohl schaffen. Ziehstrahl. Ja, das sieht gut aus. Wenn es jetzt nicht... Oh, es verwirrt auch noch. Perfekt. Das ist super. Ah, setzt aber trotzdem Sternschauer ein. Und unser Kadabra überlebt mal einen Hit. Wow, ich bin ja ganz begeistert von dir, Kadabra. Sehr schön. Das hast du mal wieder gut gemacht.
Das hast du mal wieder gut gemacht. So, gucken wir uns erstmal hier weiter um. Ob Pikachu hier auch vielleicht irgendwo noch ein Item findet. Das sieht aber nicht so aus. Ah, hier ist aber ein offensichtliches Item. Sehr schön. 5 Hyperbälle, nice. Ansonsten scheint es hier nichts mehr zu geben. Dann gehen wir mal auf der Seite hier weiter runter. Und oh, wer bist du denn? Psst, nicht so laut. Ist dir auch niemand gefolgt? Gut, ich bin nämlich eine schöne Spionin. Oh, auf Undercover-Mission, musst du wissen. Was macht denn ein Kind wie du an so einem gefährlichen Ort? Ich will dich im Rocket besiegen. Du hast Mumm, das gefällt mir. Weißt du was? Als kleines Andenken an unser Treffen kriegst du von mir ein Geschenk. Das Rocket-Set von der schönen Spionin. Oh, das sollten wir uns anziehen, damit wir nicht direkt immer auffallen. Siehst du gleich aus wie ein echtes Mitglied von Team Rocket. Bei deiner Größe merkt man allerdings sofort, dass es nur eine Verkleidung ist. Nicht schlimm, wir ziehen uns da einmal um. Klamottenkoffer. Outfit für Pikachu. Rocket. Rocket. So. Oh nein, ich wollte zu mir wechseln, ja, so. Dann machen wir es hier auch einmal. Rocket-Kappe. Rocket-Oberteil. Hose, natürlich die Rocket-Hose. Schuhe, die Rocket-Schuhe. Und die Tasche muss ab, oder? Ja, wir haben eine Rocket-Tasche. Okay, perfekt. Dann kämpfen wir noch einmal gegen diesen Spaten hier. Wer bist du? Und wie bist du hier reingekommen? Okay, hat sie wohl recht gehabt. Er kennt Toon sonst trotzdem direkt. Nicht so schlimm. 3 Pokémon hat er noch, okay. Ein Smogon. Smogon ist auch von Typ Gift, ne? Da sollte unser Kadabra eigentlich auch keine Probleme mit haben. Komm schon, Kadabra. Ja, sehr gut. Sehr, sehr schön. So will ich das sehen von dir. Als nächstes ein Ratzfratz. Ja, da sollten wir Kadabra wechseln, ne? Jetzt habe ich wieder auf Weiterkämpfen gedrückt. Boah, ich check das einfach nicht, Mann. Wo? Oh, ich verwechsel das jedes Mal. Ja, komm. Fuck. Oh, ist das Mann. Ich muss dran denken, wenn ich es wechseln will, ein bisschen langsamer, nicht immer so schnell zu tippen und erst zu gucken, wo Weiterkämpfen steht, wo Pokémon wechseln steht. Ah, meine Fresse, ey. Aber schon wieder Kadabra so unnötig aufgegeben hier, ey. Meine Güte. Oh, jetzt geht's auf Hyperzahn, das Radfratz. Okay. Sieht gut aus. Gehen wir weiter auf Drachenwut. So, jetzt kommt als nächstes noch ein Ratzfatz, okay. Nein, so, wir kämpfen jetzt aber weiter. So viel Zeit lasse ich mir jetzt jedes verdammte Kack mal, damit ich nicht unnötig Pokémon opfer und die dann wieder keine Erfahrung bekommen für die besiegten Gegner hier, ne? Ach, ey. Wollte das Kadabra eigentlich wechseln. Mann, 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 Mann. Ja, das ging in die Hose, da hast du wohl recht. So, jetzt gucken wir uns nochmal hier unten um. Da liegt ein Pokéball noch unterm Tisch. 3 Stärke-Bonbons, okay. Sonst noch irgendwas zu finden hier? Ne, sieht nicht so aus. Und hier ist eine verschlossene Tür. Pikachu, hast du hier doch was gefunden? Nein, okay. Dann sage ich wieder einmal, danke fürs Einschalten und in der nächsten Folge machen wir mit Team Rockets Geheimversteck weiter. Bis dann!